Das ist unsere neue Platte, Santa Monica Revisited. So sieht sie aus. 2 Jahre Schweiß und Tränen, jede Menge Arbeit und jede Menge schöner Songs sind endlich fertig. Und was ihr damit machen könnt, seht ihr jetzt. Könnt ihr zum Beispiel runterladen auf unserer Webseite. Da gibt es links unten gibt's da diesen kleinen Reiter Download. Und dann könnt ihr erstmal unser Facebook-Freund werden, sofern ihr das noch nicht seid. Und dann habt ihr die Möglichkeit, es euren Freunden weiterzuhören. Das würde uns natürlich riesig unterstützen, wenn ihr das machen würdet. Weil dann würde sich das Ganze noch ein bisschen verteilen und darauf legen wir es an, dass möglichst viele Leute das Album hören. Und ja, dann könnt ihr es euch runterladen und euch immer anhören, wenn ihr darauf Bock habt. Genau. Und wenn ihr es geil findet und sagt, ey, die Jungs, die würde ich echt gerne unterstützen, ich finde die richtig gut, das ist mir ein 5er wert, dann könnt ihr das auch machen. Unter dem Thema Spende, unten bei den 3 Spalten, da könnt ihr genau uns Geld spenden. Wir haben nämlich immer Projekte, irgendwie für das wir das Geld gut gebrauchen können. Die Platte war übrigens alle kostenlos. Und ein neuer Tourbus zum Beispiel nächstes Jahr, das wäre wirklich geil. Und da könnt ihr uns weiterhelfen, indem ihr zum Beispiel auch die CD kauft. Das wäre natürlich das Beste, denn das sind gut investierte 10 Euro. Man hat die CD physisch, man kann sie sich in den CD-Player legen, wenn noch einen hat. Und man hat das schöne Booklet, 16-seitig, mit unseren Unterschriften, mit unveröffentlichten Fotos, zum Beispiel Fotos aus unserer Amerika-Tour. Hier. Und den ganzen Songtexten. Ja, wie gesagt, 10 Euro plus Versand. Ich denke, das ist gut. Kann man eigentlich schmecken, oder? Ist nicht schlecht. Unterschrift. Yeah. Wie auch immer, wir haben alles zusammen. Santa Monica Revisited ist am Start. Hier ist es. Wir wünschen euch viel Spaß und hoffen, dass ihr dabei bleibt bei The Folks. Santa Monica Revisited.